Er würde ungern entscheiden müssen, wer da am Ende mitfährt, sagte der deutsche Fußballweltmeister. Die Qual der Wahl obliegt Bundestrainer Joachim Löw, dessen WM-Puzzle für Russland läuft auf einigen Positionen auf ein Duell hinaus. Der SID beleuchtet fünf wichtigsten. Mario Gomez oder Sandro Wagner, zwei klassische Mittelstürmer, nur ein Platz. Er würde Joachim Löw uneigennützig empfehlen, sind Sandro Wagner mitzunehmen, sagt Sandro Wagner. Beide Spieler gleichen sich zu sehr, um beide zu berufen. Timo Werner, pfeilschnell und ein Mann für den Pass in Tiefe, ist im Angriff zur Nummer 1 aufgestiegen. Gomez hat den VfB Stuttgart aus dem Abstiegskampf geschossen. Knifflig. Bernd Leno oder Kevin Trapp, nur ein Szenario kann dazu führen, dass beide Torhüter nach Russland reisen dürfen, Kapitän Manuel Neuer müsste WM verpassen. Marc-André ter Stegen hat sich trotz seiner Aussetzer in der Nationalmannschaft mit hervorragenden Leistungen beim FC Barcelona unverzichtbar gemacht. Trapps großes Problem, er hat bei Paris Saint-Germain keinen Stammplatz. Bei seinen Einsätzen in der DFB-Auswahl hielt er aber stark. Leno ist ein Licht- und Schattentorwart, wie Oliver Kahn es nennt. So oder so, von der Entscheidung dürften Erfolg oder Misserfolg bei der WM nicht abhängen. Niklas Süle oder Matthias Ginter in der Innenverteidigung sind Jerome Boateng, Mats Hummels und wahrscheinlich auch Antonio Rüdiger gesetzt. Mehr als vier wird Löw kaum nominieren, bleibt Wahl zwischen Süle, jung, riesenhaft, kopfballstark, robust, und Ginter, dem Weltmeister ohne Einsatz, der erfahrener ist und zuletzt bei Borussia Mönchengladbach auch mit Offensivqualitäten überzeugte. Der Bundestrainer hält auf beide große Stücke. Leichte Tendenz Ginter. Sebastian Rudi oder Emre Can, dass Sebastian Rudi derzeit am Bett seiner hochschwangeren Ehefrau Elena wacht, lässt sich ihm kaum zum Nachteil auslegen. Der Bayern-Profi ist Allzweckwaffe, besonnen, stark im Spielaufbau, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Can ist wuchtige, kampfstärkere Variante, zudem beim FC Liverpool unangreifbar. Rechts hinten haben beide schon gespielt. Derzeit liegt Can wohl knapp vorne. Mario Götze oder Leon Goretzka kann nicht unbedingt ein Duell, ein Entweder-Oder, denn auch Ilkay Gündoğan oder Lars Stindl bewegen sich im offensiven Bereich hinter den Spitzen. Goretzka war Entdeckung des Confed Cups, ist aber auch verletzungsanfällig. Götze hat den Heldenbonus von 2014, er wurde zuletzt von Löw und auch von Peter Stöger bei Borussia Dortmund allerdings öffentlich ungewohnt scharf kritisiert. Er könnte am Ende das Nachsehen haben.